Eigentlich sollte der Frühling regieren, aber das sah in den vergangenen Tagen eher nach Arbeitsverweigerung aus. Wie lange es noch kalt bleibt, das klären wir dann im Regionalwetter. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir haben Montagabend am 6. Mai. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Aue sichert Klassenerhalt. Die Veilchen haben das selbst gesteckte Minimalziel erreicht. Mit einem 3:1-Sieg über Jahn Regensburg am gestrigen Sonntag verbleiben die Erzgebirger auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga. SV Olmernhau fing sich hingegen das zweite Mal in Folge eine 0:7-Niederlage ein. Beim Spiel gegen Niesky war nichts zu holen. Der Abstieg stand aber bereits schon vor dieser Partie fest. Die Reise für die SV Olmernhau geht in der kommenden Saison gleich 2 Etagen tiefer in die Erzgebirgsliga nach unten. Ja, apropos Reise, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine außergewöhnliche Reise in einem besonderen Gefährt konnten Interessierte am gestrigen Sonntag auf der Bahnstrecke von und nach Pockau unternehmen. Nicole Fugmann-Müller war dort vor Ort und sie klärt auch auf, was es mit Alma auf sich hat. Sonntagvormittag, kurz vor 11:30. Auf dem Bahnhof in Pockau ist alles für die Ankunft eines Sonderzuges vorbereitet. Pünktlich rollt Alma am Bahnsteig vor. Alma? Wer oder was ist das eigentlich? Alma ist unser Schienenbus oder ein Leichtverbrennungstriebwagen, auch ein genannt LNT, der Baureihe 670, wurde 1995 gebaut in nur 6 Nullserienfahrzeugen. Und diese waren dann hauptsächlich auf verschiedenen Nebenbahnen im Einsatz, haben sich aber nicht bewährt. Und unsere Alma ist ja nun nach 5-jähriger Aufarbeitung wiedererstanden, hat ihren Namen von ihrer letzten Einsatzstrecke bekommen. Und diese war ja zwischen Stendal und Tangermünde in der Altmark. Und Altmark, sagt der Name schon, Alma ist die Abkürzung für die Bezeichnung Altmark. Was macht für Sie diesen Reiz gerade dieses Fahrzeugtyps aus? Seine Seltenheit. Ich sage mal so, als ich diese Fahrzeuge das erste Mal 1994, als der erste vorgestellt wurde, gesehen habe, haben sie mir sofort gefallen. Und der Reiz des Fahrzeugs besteht einfach darin, dass du hier eben halt 2 Etagen hast, das Oberdeck. Und für unsere Fahrgäste ist das natürlich herrlich. Die haben einen Rundumblick auf die ganze Strecke. Du kannst wirklich, egal wo du oben sitzt, auf alle Seiten der Strecke hinausschauen und die Landschaft genießen. Und ich finde, das in dieser Art und Weise ist halt einmalig. Gibt es diese Bahnen so noch im regulären Zugbetrieb? Im regulären Zugbetrieb ja, allerdings auf einer Privatbahnstrecke, nämlich zwischen Dessau und Würlitz. Dort fährt zurzeit die als Fürstin Luise bekannte Baureihe 670 und Fürst Franz wird gerade derzeit wieder umfangreich repariert, sodass dann auch zwischen Dessau und Würlitz ein 2. 670 im Einsatz sein wird. Wie viele Gäste können Sie transportieren? Also transportieren, naja, könnte ich 150, aber zugelassen ist das Fahrzeug für insgesamt 100 Personen. Es gibt 78 Sitzplätze und der Rest bis 100 sind halt dann die Stehplätze. Und in der Form wie heute ist es öfter mal im Einsatz? Ja, also wir planen übers Jahr verschiedene Sonderfahrten und dann kommen noch diverse Anmietungen für Firmen oder anderweitige Personen dazu. Also ich denke mal, das Fahrzeug ist recht gut im Einsatz. So viel soll es gar nicht sein im regulären Betriebsdienst, weil da ist natürlich auch der Verschleiß höher und es gibt ja keine Ersatzteile mehr, so einfach von der Stange zu erwerben. Also das ist schon immer, es ist ein Exot, nicht bloß vom Fahrzeug her, auch von der Ersatzteilbeschaffung, auch von der Unterhaltung. Schon das zweite Mal haben sich Silvio Köstner und sein Verein Traditionsgemeinschaft Ferkeltaxi e.V. Pockau als Ziel ausgesucht. Na, Pockau-Lengefeld war ja einstmals ein wunderschöner Bahnhof mit einem schönen Bahnbetriebswerk. Und auch die Strecke hier hoch zu, die Flöhautalbahn, ist natürlich landschaftlich sehr, sehr reizvoll und führt eben halt dazu, dass wir auch dann gerne diesen Bahnhof immer wieder besuchen. Auch die Strecke nach Marienberg ist natürlich ebenso interessant und vor allen Dingen nicht mehr im planmäßigen Betrieb. Wir wollen hier die Gegend touristisch nutzen. Voriges Jahr gab es einen Termin mit dem Bürgermeister Herrn Wappler von Pockau-Lengefeld und der Frau Reichel von der Stadtverwaltung. Und wir haben uns verschiedene touristische Ziele hier in der Umgebung angeschaut.
Voriges Jahr, am 14. Oktober war es wohl gewesen, sind wir zum ersten Mal in Pirkalengefeld gewesen, haben uns die Ölmühle und die Amtsfischerei angeschaut und anschließend hochgefahren nach Marienberg und rückzu dann noch an der Strubelmühle halt gemacht. Dieses Jahr können wir dasselbe Programm nicht gleich noch einmal durchziehen. Ein Teil des Programms ist das gleiche, Amtsfischerei und Ölmühle Pirkau. Und heute Nachmittag geht es dann rüber nach Lippersdorf in die Ölmühle vom Herrn Braun. Wer ein Smartphone hat, hat auch sicher ein Ladekabel dazu. Und weil dieses meistens nicht zu finden ist, legt man sich noch ein weiteres zu. Aber Vorsicht, es gibt einige Modelle, die können sogar in Flammen aufgehen. Sebastian Eberlein ist hier mit einer Produktwarnung. In einer Kundeninformation von Teddy heißt es: Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie darüber, dass die aufgeführten und exemplarisch abgebildeten Ladekabel und USB-Adapter zurückgerufen werden. Aufgrund unzureichender Produktinformationen auf den Verpackungen kann es zu Fehlanwendungen kommen, wodurch Produkte und Ablageorte sich stark erhitzen können und Brandgefahr bestehen kann. Die Produkte wurden vom 2.1.2017 bis zum 18.04.2019 in unseren Filialen sowie bei pleck.de und in unserem Online-Shop verkauft. Sie können die Ladekabel und USB-Adapter gegen Erstattung des jeweiligen Verkaufspreises oder gegen einen anderen Artikel in jeder unserer Filialen umtauschen. Betroffen sind folgende Produkte: magnetisches Ladekabel USB zu Micro-USB, Ladekabel Micro-USB Flachband, Ladekabel iPhone USB Lightning, USB Typ C 2.0 A LED 3 Meter, iPhone 6 USB Ladekabel LED, Ladekabel Flach Lightning 100C, Micro USB auf USB Kabel, USB Typ C 3.0 A 1 Meter, Dual Ladekabel Micro Lightning und Zigarettenanzünder USB Adapter. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns unter der Telefonnummer 0231 3x5 2x7 10 12 oder per Mail an info@teddy.com in Verbindung setzen. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Ihre Teddy GmbH und Co. KG aus Dortmund. Wir schauen jetzt noch in den Serviceblock mit den Polizeiberichten und danach geht's dann ab ins Regionalwetterstudio. Heidersdorf gegen Auto gelaufen. Eine von einer Weide ausgebrochenen Kuhherde lief am 2. Mai 7.30 Uhr die Olbernhauer Straße in Richtung Olbernhau entlang. An der Einmündung Mortelbachstraße lief eine Kuh aus der Herde gegen einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Toyota und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde dabei weder Mensch noch Tier. Mulda mit Alkohol am Steuer. Im Rahmen der Kontrolle eines Pkw Ford am 3. Mai 22.20 Uhr auf der Hauptstraße stellten Beamte beim 35-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,56 Promille. Darauf erfolgten eine Blutentnahme und die Inverwahrungsnahme des Führerscheins. Der 35-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Marienberg, Alkoholfahne wehte Polizisten entgegen. Am Samstagmorgen, 4. Mai, 8.35 Uhr, kontrollierten Beamte des Reviers Marienberg einen Renault und dessen Fahrer, 32, in der äußeren Wolkensteiner Straße. Beim Gespräch nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, Testergebnis 1,16 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge. Musik.
Die Erzgebirgssparkasse informiert über eine derzeit häufig auftretende Betrugsmasche auch bei uns im Erzgebirge. Das sogenannte Skimming. Es bedeutet das betrügerische Abschöpfen von Geld- oder Kreditkartendaten. Dabei wären die Karten ausgelesen, kopiert oder geschickt durch ein Duplikat ausgetauscht. In den bekannten Fällen gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Erzgebirgssparkasse aus und versuchten mit einem mobilen Kartenlesegerät an der Wohnungstür die Daten der Geld- oder Kreditkarte auszulesen. Weiterhin baten die Täter vor Ort um Eingabe der PIN in das mobile Lesegerät. Dabei wird entweder versucht, die erforderliche PIN auszuspähen oder eine sofort betrügerische Abbuchung zu erlangen. Die Begründungen und Geschichten sind stets sehr kreativ und reichen von der angeblichen Falschabbuchung, Überprüfung der fehlerhaften Karte bis zur Karten- oder Kontosperre. Die Erzgebirgssparkasse weist ausdrücklich darauf hin, dass derartige Besuche, Überprüfungen oder Anrufe durch die Erzgebirgssparkasse nicht erfolgen. Mitarbeiter der Erzgebirgssparkasse werden Sie niemals telefonisch oder spontan bei Ihnen zu Hause nach Ihren Vermögensverhältnissen, Bargeld, Passwörtern oder persönlichen Geheimnummern fragen. Also Vorsicht, wenn neugierige Gestalten an der Haustür klingeln. Nachdem der April etwas zu warm abgeschnitten hat, zeigt der Mai gleich zu Beginn die kalte Schulter. Werte um bzw. sogar unter dem Gefrierpunkt legten die Frühlingsgefühle erstmal auf Eis. Aber, liebe Zuschauer, es wird wieder wärmer. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet noch wolkig mit einigen Lücken, durch die die Sterne immer wieder mal blinzeln. Den Mond, den suchen Sie vergeblich, denn es ist Neumond. Ja, und von den Wolken geht noch keine Niederschlagsgefahr aus. Das Risiko liegt etwa bei 35%. Es bleibt also vorerst noch trocken. Die Temperaturen fallen noch bescheiden aus. In Olbernhau am Ufer der Flöa zeigen die Thermometer nur 0 bis 2 Grad an. Die Marienberger bekommen rund um den Markt 1 bis 3 Grad serviert und in der MZ-Stadt Schobau schleppt sich das Quecksilber ebenfalls auf 1 bis 3 Grad. Der Wind hält Nachtruhe, denn er weht nur gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Südwesten und schiebt aber ein weiteres Wolkenband zu uns herein. Morgen am Dienstag ist dieses dann da und hat uns fest im Griff. Der Himmel zeigt sich grau und bedeckt und mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% wird es dann regnen. Also Sie können den Schirm schon mal zurechtstellen. Über den Tag ist dieses Szenario dann wetterbestimmend. Erst am Abend lässt der Regen nach und der Himmel ist wolkig, sodass die Sonne die Möglichkeit hat, noch eine magere Arbeitsstunde mit zum Wettergeschehen beizusteuern. Wolkenlos und klar geht es dann in die Nacht hinein. Ja, bei den Temperaturen zeichnet sich, wie schon erwähnt, ein leichter Aufwärtstrend ab. In Neuhausen am Schloss Purschenstein zeigen die Thermometer 4 bis 7 Grad an. In gebirgige Lobland am Tourismuszentrum gibt es 3 bis 6 Grad. Und am Haus der Begegnung in Hohndorf erkämpft sich das Quecksilber schon 4 bis 8 Grad. Der Wind spielt keine große Rolle, denn er weht nur gering mit um die 5 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Ja, und so geht's dann weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf die folgenden Tage. Am Mittwoch wird es dann schon wieder zweistellig. Die Sonne ist nur in den Morgenstunden kurz zu sehen und der Rest des Tages ist dann wieder bedeckt. Auch Regen wird uns dann wieder mit begleiten. Zwischen 6 und 12 Grad gibt es bei einem frischen Wind aus Südosten. Der Donnerstag wird dann voraussichtlich der wärmste Tag der Woche. Die Sonne spielt dann auch schon wieder eine größere Rolle. Der Himmel bietet einen Mix aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Regnen wird es dabei nicht. 8 bis 16 Grad werden erwartet und der Wind dreht auf Südwesten und weht von dort schwach. Nun, wie das dann so weitergeht, liebe Zuschauer, das verrate ich Ihnen dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's aus dem Regionalwetterstudio. Das war's dann auch vom Montagsmegional und das bedeutet, dass wir am Ende von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle und klar würde ich mich freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten.
Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Mittelerzgebirgsfernsehen. Auf Wiedersehen. Servus, hier ist Joris und am 10.05. geht's für mich nach Olbernhau aufs Rittergut, ins Rittergut hinein. Mit der wundervollen Lotte gemeinsam werden wir dort hineinreiten. Und wir werden dort ein fantastisches Festival spielen, bei dem du unbedingt mit dabei sein musst. Liebe Freunde, hier ist Samuel Rösch und am 11.05. bin ich in Olbernhau mit meiner Band zu 160 Jahre Volksbank. Wir freuen uns auf euch, Eintritt ist frei, also kommt vorbei. Genau, die Volksbank Mittleres Erzgebirge feiert und lädt ein. Neben den musikalischen Highlights wartet man unter anderem mit Virtual Reality Spielen auf. Beim Elektrofahrzeug und Segway Parkour können Sie sich ausprobieren. Und beim Aquasorbing können Sie übers Wasser gehen oder vielmehr rollen. 160 Jahre Volksbank Mittleres Erzgebirge am 10. und 11. Mai im Rittergut in Olbernhau.